Ja, hallo, Alexander Schumann hier. Anfang der Woche war ja wieder Montag und zufälligerweise auch mein Geburtstag. Die Yogis sagen, wieder ein Jahr näher an der Erleuchtung. Die Katholiken sagen, näher am Tod. Sowas macht einen natürlich nachdenklich, deswegen habe ich ein bisschen über mich nachgedacht und deswegen gibt es heute 10 Dinge über mich, die ich vor 39 Jahren selbst nicht wusste. Ja, als Kind dachte ich zum Beispiel, wenn irgendwo dran steht, Zutritt verboten, dass man da nur zu zweit rein darf, wegen zu dritt und so. Wenn ich die Wahl zwischen 10 Jahren Winter und 10 Jahren Sommer hätte, würde ich den Winter wählen. Ich habe mal den Zeugen Jehovas aus der Bhagavad Gita vorgelesen. Sie haben dann gemeint, das ist viel zu kompliziert und haben dann auch nie wieder bei mir geklingelt. Ich trinke weder Alkohol noch Kaffee, rauche nicht, nehme keine Drogen oder Medikamente, sehe nicht fern, höre kein Radio und lese keine Zeitung. Das Ganze gleiche ich durch ungesundes Essen, Internetsucht und permanente Handystrahlung wieder aus. Ich habe keine Angst vor Spinnen, dafür aber vor dünnem Metall, ganz besonders Aluminiumfolie. Nach dem Modell von NLP habe ich die Metaprogramme Prozedural und Gegenbeispiel. Das bedeutet, unter Stress brauche ich genaue Anweisungen, befolge sie aber nicht. Wenn ich drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, dann wären das meine Kamera, mein iPhone und ein Schiff für den Fall, dass ich heim will. Ich kann 100 neue Sachen beginnen, ohne auch nur eine einzige davon fertig zu machen. So, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.